Was geht ab, meine kleinen Rust? Oh mein Gott. Das war super synchron jetzt, meine kleinen Rust. Das war jetzt, also das war jetzt. Aber RIP to the Headphone Users, würde ich mal sagen. Das war wahrscheinlich sehr laut, wobei ich gesehen habe, dass der Limiter schon ein bisschen gegengefahren ist. Aber naja. Naja, erstmal schönen guten Morgen. Wie geht's euch? Ich hoffe, ihr habt ein schönes Wochenende, einen guten Start. Hab gestern nicht voll reingesoffen. So wie der ein oder andere es mal gerne macht, wenn es auch plötzlich Wochenende ist, keine Ahnung, wann waren wir das letzte Mal eigentlich voll besoffen? Das ist sehr lange her, sehr lange her. Kann ich mich nicht dran erinnern? Ist wahrscheinlich so irgendwann im Jugendalter mit den, da hießen die Dinger noch Pop, nee. Alkopops. Die wurden, als ich trinken durfte, gerade verboten. Verboten. Geil. Da war der Spaß vorbei und ich dachte mir so, toll, was mache ich jetzt eigentlich? Mein Leben hat keinen Sinn mehr. Ich darf es gibt keine Alkopops mehr und ich darf sie nicht mehr trinken. Was waren denn Alkopops eigentlich? Alkopops waren so ziemlich eigentlich süße Getränke, die so sehr sodalastig waren. Wie zum Beispiel, da gab es so Smirnoff Eis. Oh. Und das war sehr, sehr beliebt bei uns, das weiß ich noch, weil das eigentlich wie Limo geschmeckt hat, aber da war halt Hochprozentiges drin, Wodka. Oh. Aber so im Mix warst du dann eigentlich irgendwie trotzdem weniger als bei Wein. Also ich glaube, man hatte irgendwie, keine Ahnung, 5, 6, 7% Alkoholanteil und da warst du trotzdem weniger als bei Wein, aber du konntest es halt trinken wie eine Limo. Okay. Aber im Sommer war das genau der richtige, im Sommer war das schon ein geiler Mix eigentlich, weil es halt echt wie so eine Zitronenlimo geschmeckt hat, aber halt dann ein guter Schuss Wodka da nochmal drin war. Ja. Nicht, dass ich ein Alkoholproblem hätte, aber naja, auf jeden Fall, das würde jetzt aber perfekt zum Sommer passen, nur mal so. Naja, egal. Nee. Hat jetzt auch nichts mit dem K-Pop-Ding hier zu tun. Dana hat was rausgesucht für euch. Aus eurer Liste. Ja, und Oneus? Nicht. Twilight. Nicht Oneus? Oneus. Oneus? Ich war gerade kurz richtig. Kann nee, auch, ich würde jetzt Oneus sagen. Korrigiert mich da gerne wie immer. Falls ich es wie immer falsch ausspreche. Naja, immer auch nicht. Ja. Aber der Titel ist auf jeden Fall Twilight. Twilight. Wir wissen Bescheid, Leute. Ihr braucht jetzt nicht schon... Nein, es heißt Twilight. Nein, Spaß. Okay, wir hören mal rein. Wir gucken, was es da Besonderes zu hören gibt. Und ich bin gespannt. Schöner Park. Ganz neue Nummer übrigens. Stimmt. Ich höre nichts. Ach so. Ich war schon so scheiße. Stimmt. Achso. Wow. Hä? War das jetzt so ein kleines Intro und dann jetzt die Hook oder was? Ich weiß nicht. Bist verwirrt. Ich fand diesen Dance-Move krass. Achso. Okay. Das klingt wie so eine EDM-Nummer von vor 2 Jahren gerade. Also ja, weil es so typisch so eine Akustikgitarre ist und dann so ein High-Cut-Filter drauf, sodass man dann die Gitarre so ein bisschen dumpfer im Hintergrund hört. Also, ach so, das hier. Ja. So Felix. Ah ja, stimmt, dieses Summer. Felix, ja, so Felix Jehn oder Robin Schulz oder so von vor 2 oder 3 Jahren. Summer-EDMs. Genau. Alle sehr sanft am Singen, mit sehr viel Luftanteil, aber schöne Harmonien drin, schöne zweistimmige, drei-, vierstimmige Sachen hier drin, sehr, sehr schön. Da ist halt wirklich nie, das ist halt fast nie eine Stimme alleine da. Da ist immer trotzdem dann gedoppelt, aber dann auch die kompletten Sätze durch. Also hier bei dem Rapper hier auch. Ne, hörst du das?
durchgehend gedoppelt tatsächlich. Also seine Stimme hörst du nochmal rechts auch und links auch zu der Hauptstimme quasi in der Mitte. Und zwar durchgehend. Also hier auch, sogar mit einer zweiten Stimme in der Harmonie. Oben drüber, also so schon sehr voll. Sehr voll. Ja, es geht. Also es ist halt sowieso bei den K-Pop-Sachen, muss ich sagen, es ist relativ selten, dass deine Stimme mal alleine steht. Aber das ist ja auch das Ding. Das sind ja meistens so viele Member, sonst hätten die anderen immer nichts zu tun. Der Song ist ja auch immer nur 3-4 Minuten. Was willst du da machen sonst? Kannst du nicht alle dann... Ja, jeder so einen Satz. Jeder so ein Wort. ja, ein Satz vielleicht. Ja, deswegen. Aber so ist es halt eigentlich immer cool, weil man dann eben gerade stimmtechnisch da so einiges immer dann aufbauen kann. Ja, mit den mehrstimmigen Sachen. Der Mops schnarcht dahin. Den Teil finde ich richtig cool. Und aber irgendwie kommt mir das so bekannt oder so ähnlich vor. Das erinnert mich an irgendwas. Ja. Jetzt nicht genau, keine Ahnung. Ja, mich auch, auch direkt schon am Anfang. Ich habe es aber extra nicht gesagt, ja. Weil ja, das ist halt immer so ein bisschen das Problem bei Mainstream-Popmusik, dass die Akkorde und die Akkordfolgen, die man da benutzen und benutzen kann, es ist ja auch alles irgendwo begrenzt, sind dann halt alle dann irgendwie schon mal genutzt. Und wenn dann eine Nummer riesengroß war mit den Akkordfolgen und dann aber auch vom Instrument, die da benutzt werden und dann sehr ähnlich, und dann bist du halt schon super nah dran. Mhm. Und das ist hier definitiv der Fall. Ich weiß den Titel gerade aber auch nicht, aber unsere Zuschauer werden es wahrscheinlich wissen. Die schreiben das gerade schon in die Kommentare rein. Ist aber tatsächlich auch eine Nummer, wo genau auch eben so eine akustische Gitarre spielt und die ersten Akkorde auch genauso spielt. Ja, ne? Hier ist okay. Aber am Ende ist aber eine Variation drin hier bei dem Stück. Aber der Anfang klingt ja immer sehr gleich. Ja. Das war auch so eine Radionummer Ewigkeiten. Kann sein, ja. Ne, weil hier spielen dieselben Akkorde, aber es hört sich gar nicht mehr so an. Ja, es klingt anders. Ja, weil eben ein anderes Instrument das spielt. Mhm. Cooler Hosenträger oder was? Du sagst gar nichts zu den Klamotten. Der hat hier so ein halb SM Hundegehleine. Nee, ich dachte es mir vorhin auch schon bei den anderen wieder so mit diesen Gürteln und so wie diese, wie heißt das, diese Halfte? Mhm. Ja, sowas finde ich ja eh immer mega geil. Auch letztens bei dem BTS-Video war das, glaube ich, mit V, mit seinem Outfit. Der hatte ja auch so Gurte Ja, genau. Finde ich immer ein richtig geiles Element. Ich liebe sowas. Da bist du auch durchgedreht, ich erinnere mich, ja. Oh. War so ein kleiner Dubstep-Flex hier am Ende. Tiefe Stimme. Also hier dann wieder auch klassisch von Part zu Part dann eben Übergänge aufgebaut. Hier vielleicht sehr cool, dass er wie so ein Stutter-mäßig wie so ein Flattern-mäßig und dann. Hat der Bitch gesagt? Das habe ich auch verstanden. Oh mein Gott. Bitch. Na, Spaß. Wir wissen, dass es Leute gibt, die so... Peach. Clap. Aufbau und... Was interessant ist, eigentlich ist das ja schon... Ist das schon die Hook...
ich bin immer so ein bisschen verunsicher, weil das ist der Aufbau, Pre-Chorus. Und dann kommt ja dieses Klavier-Reversed hier rein. Ach. Ja, das ist ein Klavier, das ist der Akkord, den man nachher... Ach so, sorry. Ja, sag doch mal was. Ich meine, wenn ich es nicht höre, kann ich dich auch nicht danach fragen, ne? Ja, du kannst ja fragen, was ist das, was da macht. Du hörst auch, dass da irgendwas macht, ja. Oder? Ja. Ich denke immer, ich vergesse immer. Für mich ist es schon selbstverständlich. Beim nächsten Mal mache ich so, Entschuldigung, einen Moment, was macht da? Ja, genau. Deswegen sitzen wir hier bei Pro vs. Con. Okay. Producer vs. Consumer. Und da geht es nämlich genau darum, dass du dann eben sagst, worum es da geht. Okay. Oder was du da hörst. Ich sag dir dann, worum es da geht. Für mich ist es dann halt so selbstverständlich. Ich denke dann, okay, ja, das hört ja jeder. Und dann ist aber still. Das ist ja nicht so ein klassischer Drop, der dann irgendwie voll abgeht. Baut sich erst wieder so langsam auf. Was geil ist hier bei dieser, ob das eine Kick ist oder das macht so ein Wupp, Wupp. Also die Schläge, die man hört, ne? Das ist immer vorher, macht das so ein Wupp. Ja, da zieht das immer erstmal so kurz an. Wupp, Wupp. Mama? Das könnte... Und das ist dann dieses... Das ist genau das gleiche. Also eigentlich ist es eine Kick, meine ich. Ja, es ist eine Kick. Kick also, war die große unten, ne? Genau, beim Schlagzeug. Die große unten, die man mit dem Fuß... Ich muss mich nur kurz orientieren wieder und zurechtfinden. Ja, nur der Kontext, also da fehlt so ein Wo und die große, na, das sehen die Zuschauer nicht, was du hier unterm Tisch machst. Oh. Auf jeden Fall, genau, die Kick eben, oder die Bassdrum auch, da ist aber vorher so ein Sound, das kann tatsächlich auch die Kick oder der Ausklang von einer Kick sein, weil wenn man das eben in so einer Waveform, ne, diese Zackendinger sich darstellt, hast du ja vorne den Anschlag, der vor allen Dingen in der Waveform dann auch am größten zu sehen ist. Und dann zieht das nach hinten eben weiter. Ja, und dann hast du eben diesen Ausklang und wenn du das vielleicht dann einfach rückwärts abspielst, und dann vorher, bevor der Anschlagsound kommt, rauscuttest und ein Fade-Out machst, hast du genau diesen Effekt, das ist wupp. Ah. Das könnte es gewesen sein. Und so haben die diesen Effekt, das ist wupp, ne, wupp, tisch, wupp, tisch, wupp, tisch, 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 wupp, tisch, wupp. Ja? Ja. Ja, und da, wo dieses Ding, 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 ist auch die Kick, wo du da anschlägst, gemeint hast hier. Ja, das ist die Kick auch. Genau, das ist nur die Kick. Aber da ist noch auf der Kick irgendein Sound noch drauf, der so ein bisschen Höhenanteil da eben noch gibt. Das kann alles Mögliche sein. Es kann eine Snare sein, es kann irgendein anderes Schlagzeug, ein Percussion-Instrument sein, aber eben im Mix kann man das dann nicht mehr genau differenzieren, was es genau ist. Die Kick finde ich sehr schön gewählt. Die gefällt mir besonders gut. Fantastisch. Das ist die Hook. Oder? Oder ist es vorher auch schon ein Hook und dann haben die das einfach nur in zwei Teile geteilt? Ja, dass es hier mehr so dann dancing wird und vorher... Ja. Weil das ist ja auch dieses Element von Dene, 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 Dene. Haben die das in der Schweiz gedreht? Das sieht so aus. Stimmt. Ohne Witz. Das sieht ja so voll. Na gut. Oh, was? So ganz tief und so. Jetzt wird es wieder Dubstep-mäßig. Ja, das sind wirklich so.
wirklich so Dubstep, Wobble, Bass-Sounds, die dann irgendwie noch gut verzerrt dann sind und einiges anderes dann noch drin. Also, das ist Sounddesign, da kann ich jetzt nichts genau beschreiben, außer okay. es versuchen zu benennen. Ja, das, sowas erzeugt man dann eben im Synthesizer mhm. mit gewissen Modulationen. Das wird jetzt sehr ausführlich sonst. Okay. Aber das, was du hier an Bass hörst, das ist ja klassischen Bass halt, aber eben ein Synthesizer-Bass, eben so 808-mäßig, aber sehr clean. Aber der läuft auch nicht nur so glatt durch, dass er macht, sondern er macht hat er so ein Pulsieren drin. Mhm. So ein bisschen höre ich es manchmal raus. Ja. CGI? Ja, aber halt so, man sieht es sehr stark. CGI. Was sind das denn für Handschuhe? Man hört bunt streng. Nee. Ich glaube nicht in der Aufnahme. Hier. Knöchelfrei. Hä? Gibt's denn sowas? Krass, die sind wahrscheinlich hier rum am Handgelenk, weil man sieht es also nicht. Also wie hier hinten. Weil die gehen ja hier komplett in der Handinnenfläche, gehen die ja komplett rum. Da hier sieht man es, glaube ich. Also wie so ein Loch hier in der Hand, Handrücken ja. dann. Aber so sieht es dann aus, als ob die nur an den Fingern und Handfläche wäre. Krass, habe ich noch nie gesehen. Ich auch nicht. Deswegen habe ich dich gefragt in der Hoffnung, dass du sowas schon mal gesehen Nein, hast. Nein, habe ich noch nie gesehen. Geil. So, unser Wolf ist auch da. Wollt ihr ihn sehen? Da ist er, der Mopsi. Guten Tag, Mopsi. Bist du auch da? Willst du hier uns mal... Kannst mithören, Mopsi. Der ist schwer heute, ne? Was hat er denn gegessen? Nee, das gibt's ja gar nicht. Backstein. So, der Butch ist auch da. Schöne Grüße. Hi, Butch. Guten Morgen. Hallo, Leute. Süß. Okay, weiter geht's. Oh, hä, voll geil. Warte mal, ich will sowas auch mal machen irgendwann. Wie haben die das gemacht? Einfach so eine Treppe oder was? Jetzt hört man nur noch den Mops hier schleppen. Das ist übrigens auch die Stimme, die dann hier so... Das ist Stimme auf jeden Fall. Sei mal ruhig. Es geht. Bisschen hör mich. Oh, hier richtig Vocal King-mäßig was ausgepackt am Ende. Das sind locker ist das vierstimmig. Also wirklich mit Harmonien ausgefüllt. Schön! Vielleicht sind es am Ende auch alle zusammen. Das könnte auch sein. Es kann ja natürlich auch sein, dass zwei unisono singen, also dieselbe Tonlage. Immer wieder mal. Lol. Hast du gesehen, am Ende auf der Kirche oder so, auf dem Turm? Ja. Yeah. Von dem Channel. Ach so. Ich habe das gesehen, aber ich dachte so, ja. Ich habe gar nicht gedacht, dass es irgendwie... Ja, mein Gott.
Das sind halt die Entertainments sind ja... Haben, ich weiß nicht, ob das ein Entertainment ist oder nur ein Channel. Echt? Mhm. Okay, krass. Ich meine, die haben ja einen anderen Stellenwert, die Entertainments, aber wenn es nur ein Channel ist, ja gut. Aber irgendwo pushen die wahrscheinlich halt auch. Ja. Von daher, ja. Leute, ich weiß nicht, gibt es sonst noch was zu sagen? Hast du hier irgendwie Anmerkungen, Kleidung, Klamotten? Nö, persönlich, weiter. Wie findest du persönlich den Song? Du bist auch sehr weit aus dem Bild gerade. Ja, wegen Butch. Ich bin mir nicht ganz sicher. Also ich finde ihn eigentlich irgendwie ganz gut. So nebenbei würde ich ihn, glaube ich, schon hören. Aber ich würde ihn wahrscheinlich eher nicht von alleine so anmachen. Ich glaube, ich auch nicht. Also ich finde es so ein bisschen... Es ist jetzt nichts dabei, wo ich sage, boah, gefällt mir gar nicht. Nee. Überhaupt nicht. Ich finde den richtig gut. Aber... Ja, ich weiß nicht, vielleicht fehlt mir irgendwas. Ja, es ist mir gefallen diese Dubstep-Elemente nicht. Finde ich so... Ja, weiß ich nicht. Also es ist echt nicht mehr Zeit... Also ich meine, vielleicht... Es ist natürlich... Ich nenne es jetzt nur Dubstep. Man kann das natürlich auch anders benennen. Aber ich finde es wirklich nicht zeitgemäß. Vor allen Dingen... Ach, süß, gucke mal. Lass den mal ein bisschen hören. Wie sieht das denn aus, bitte? Und Butch, wie hat dir der Song gefallen? Oh Gott, oh Gott. Tierquälerei. Nein. Das ist kein Tier. Das ist ein kleiner Junge. Also, ich fand den Song, ja, also beschissen auf gar keinen Fall. Schlecht auch nicht. Aber irgendwie auch nicht so, dass ich jetzt sagen würde, ich pack dir mir irgendwo eine Playlist rein oder so. Also nicht ganz dein Geschmack, nicht ganz. Nee, das Dubstep-Ding und so war echt nicht meins. Ja, und ich fand auch zwischen. Die Hook hat auch nicht, finde ich, so diesen krassen. Ja, mitreißen. Das reißt echt nicht mit. Das reißt echt nicht mit. Einprägsam. Nee. Das auch nicht, weder einprägsam noch mitreißen. Also es geht. Ich weiß auch nicht. Ich fand die Musik tatsächlich im Mix, hatte die auch, hat das irgendwie nicht so pumpend mitgezogen, dass man das Gefühl hatte, dass einen das so richtig mitnimmt. Ein bisschen zu seicht vielleicht, weiß ich nicht. Obwohl die schon so. Eben mit diesen Dubstep-Elementen da so ein paar Sounds versucht haben reinzuknallen, die ja ganz fett sein sollen, aber so richtig nimmt's mich nicht. Also die Kick war schon cool. Ja, also aber die Kick macht jetzt halt einen Song halt auch nicht. Ich glaube, die haben das echt irgendwo hier in Europa gedreht, ne? Also kein Scherz. Die Häuser sehen sehr europäisch aus. Vielleicht weiß das jemand in den Kommentaren. Es könnte wirklich die Schweiz gewesen sein. Das könnte der Matterhorn sein, tatsächlich. aber so gut kenne ich mich dann auch nicht aus. Gut, Leute, wenn ihr es wisst, schreibt es in die Kommentare. Ich hoffe, ihr konntet was mit dem, habt was gelernt und freut euch, dass der Mops hier mitsaß in der Runde. Heute wieder einmal ausnahmsweise der goldene Supermops. Gib Pfötchen. Gib Pfötchen. Gib Pfötchen. Dem es heißt, der will runter. Na okay. Der also bis zum nächsten Video. Abonnieren und so weiter, weil dann... Abonnieren. Abonnieren. Abonnieren, 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 abonnieren. Leute, ihr könnt den Mops nicht enttäuschen. Ja. Ein Herz für Tiere. Ein Herz für Tiere. Wir sind fast bei 38.000 übrigens. Die Uhr ist, steht dahin. Ihr könnt sie immer nicht sehen, weil normalerweise habe ich bei den anderen Videos, müsst ihr gucken, die Kamera so und dann sieht man die Uhr, aber naja. Ja, dann müsst ihr halt die anderen Videos auch mal gucken, ne? Ja, stimmt. Also bis zum nächsten Video, Abo dalassen und nicht vergessen, Instagram, alles unten in der Beschreibung. Die Kopfhörer sind auch unten drin. Ich sag's nur jedes Mal, nur so als Tipp. Ja, und Amazon Music gibt's gerade einen ganzen Monat kostenloses Unlimited-Programm, nur so auch als Tipp. Ihr könnt's euch kostenlos anmelden, einen Monat lang hören und direkt von Anfang an schon kündigen, damit euch das nicht passiert, falls es euch nämlich nicht gefällt, dass ihr da Geld abgebucht bekommt. Mhm. Ja, so machen wir das immer. Sneaky. Ja, unten in der Beschreibung. Tschüss.